Servus. Heute möchte ich mal kein Video aus der Werkstatt zeigen, sondern ein klares Statement zum Krieg in der Ukraine geben. Es wird allerdings hier nicht politisch. Ich werde mich hier nicht zu äußern, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich werde den Krieg hier nicht bewerten. Vielmehr soll es in diesem Video darum gehen, um die wirtschaftlichen Folgen, die auf uns alle von diesem Krieg aus nun zukommen. Viele von euch sagen, der Krieg in der Ukraine geht mich nichts an. Doch wird er. Die Sanktionen, die die Welt nun gegen Russland beschlossen hat, bedeuten im Klartext für uns, für mich als Werkstatt, dass einiges teurer werden wird. Zum Beispiel, Deutschland bezieht einen Großteil seines Gases aus Russland. Gas brauche ich nicht nur zum Heizen, sondern auch für die Herstellung von AdBlue. AdBlue brauchen viele LKWs, damit sie überhaupt bei den Abgaswerten noch fahren dürfen. Das bedeutet, das AdBlue wird deutlich teurer. Das bedeutet, die Lieferkosten werden teurer, beziehungsweise die Lieferdauer wird deutlich länger. Sowas hatten wir schon mal vor circa einem halben Jahr. War grenzwertig, dass wir überhaupt noch Teile bekommen haben, weil viele LKWs einfach nicht mehr gefahren sind, weil kein AdBlue da war. So etwas wird nun wieder auf uns zukommen. Genauso importieren wir aus Russland Getreide, wir importieren Holz. Das heißt, Papier wird teurer, Brot, Getreide, Nudeln, alle diese Produkte werden deutlich teurer. Auch Benzin, Diesel wird deutlich teurer werden, da wir auch einen Großteil unseres Erdöls aus Russland beziehen. Es werden schwierige Zeiten und wir wissen alle nicht, wo es hingeht. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Glück und Durchhaltevermögen und hoffen wir mal, dass der Spritpreis nicht über 3 Euro demnächst ist. Bis dann.